Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier bei dem Berserker-Chef, dem eigentlichen Chef, der sich gar nicht als Chef sieht, dem Thorgal. Dem Magier-Chef quasi von den Berserkern, und er bewacht ein Weltenherz. Allerdings ohne den Setzer, der dafür eingeteilt ist, denn der ist irgendwie futsch. Und wir sollen den finden. Aber zuvor müssen wir noch ein bisschen mit ihm quatschen, denn er ist ja des Mordes verdächtigt. Und zwar Askor ist tot. Der Berserker Askor ist tot. Was sagst du da? Tot? Das ist... Wie ist das geschehen? Er wurde ermordet. Verdammt, ich wusste es. Er war einfach zu ehrgeizig. Zu ehrgeizig? Das musst du mir genau erklären. Du kanntest Askor gut? Wann hast du Askor das letzte Mal gesehen? Wie lange bist du schon hier oben? Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Fang mal oben an. Erklär mir das Ganze genauer. Zu ehrgeizig? Das musst du mir genauer erklären. Askor wollte immer schon, seit ich denken kann, Krieger werden. Vor 3 Monaten war es dann soweit. Seine große Prüfung. Warlord Ragnar hat ihn, Duras und ein paar weitere Kandidaten geprüft. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Askor hat es wohl offensichtlich nicht geschafft. Er hat sich nicht überanstrengt. Er wurde ermordet. Ja, eine Schande ist das. Askor war ein guter Mann. Du kanntest Askor gut? Du kanntest Askor gut? Offensichtlich. Ein aufgewecktes Bürschchen. Ich hätte ihn hier oben gut gebrauchen können. Na toll. Wann hast du Askor das letzte Mal gesehen? Etwa vor 3 Monaten. Er sprach immer von seiner Kriegerprüfung. Er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Wie lange bist du schon hier oben? Vor 3 Monaten war ich kurz in Goliath, um ein paar Dinge zu erledigen. Aber sonst bin ich hier im Hochland von Abessa. Hier oben kriegt man frische Luft und... naja, die tiefen Wälder liegen mir irgendwie nicht. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht. Es ist so beengend alles. Und nachts erst. Nein, nein. Ich gehöre ins Hochland hier oben. Mhm. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Was will ich meinen? Vor meinem Schwert erzittern sogar die Alps. Du bist offenbar unschuldig. Wie war das? Du hast mich doch nicht etwa gerade ausgehorcht, oder? Doch, aber du kannst der Mörder nicht gewesen sein, da du offensichtlich große Angst vor tiefen Wäldern hast. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Askors Leiche wurde in einem solchen Wald kurz vor Goliath gefunden. So ein Dreckskerl. Man müsste dem Mörder mal so richtig... Ich arbeite dran. Gut so. Hoffentlich findest du das Schwein. Ja, da nur mehr einer übrig ist, ne? Behalte immer die Gegend im Auge. Okay. Das war's dann mit ihm. Zwecks Quatschen. Was haben wir da? Mana. Nimm pures Mana erhalten. Supi. Nimm mal gerne mit. Ich glaube, hier habe ich auch wohl eines gesehen. Oder hat mir da mein Äuglein einen Streich gespielt? Federvieh, die werde ich nicht kaputt hauen. Sie brauchen nämlich die Eierchen von ihnen zum Essen. Ich glaube, da habe ich mich getäuscht. Aber hier ist noch reines Mana. Huch, wen hat's denn da zerlegt? Geldbündel? Elektroschrott? Kleiner Heiltrank? Puh, da hat's jemanden grob zerlegt. Vielleicht ist er ausgerutscht und ist hingefallen. Kann ja alles passieren. Oh, das ist alles so schön gemacht. Mir gefällt das alles so gut. Ist so schön und so hübsch und so toll. Tralala. Servus, Herr und Frau Wache. So, na fein. Dann fehlt ja nur noch einer. Und der muss dann der Mörder sein. Und zwar ist der da oben droben. Aber hier müsste es auch einen Teleporter geben. Ich würde es mir zumindest sehr wünschen. Vielleicht sollte ich mich zuerst um den kümmern.
bisschen da im Kreis laufen. Vielleicht finden wir den auch gleich. Vielleicht ist er auch drinnen beim Weltenherz. Auf jeden Fall wäre es sehr, sehr schön, wenn es hier einen Teleporter geben würde. Seht ihr vielleicht einen? Ich glaube nicht. Oh, wer bist denn du? Halt! Ja? Wir haben nur Berserker Zutritt, die diesem Weltenherz zugeteilt wurden. Okay. Dann machen wir da vielleicht lieber keinen Stress. Na, hier drinnen schaut es nicht so aus, als wenn es da einen Transporter geben würde. Aber da ist sicher irgendwo einer. Ich spüre es im linken Hüftknochen, dass da irgendwo einer sein müsste. Vielleicht irgendwo da oben. Ich würde sagen, probieren wir mal. Oh je, da streuen schon wieder Viech rum. Ist, glaube ich, ein normaler Raptor, ne? Ich werde auf jeden Fall mal speichern. Nein, ein neuer Spielstand bitte. Ja, genau. So. Dann werden wir uns den mal zur Brust nehmen. Huch, ich werde aber auch das Trollkraut mitnehmen. Ich glaube halt, dass es ein Raptor ist. Ja. Au. Boah. Ja, ja. War schon klar. Ich war ja zu low auch schon. Dass ich das wieder versemmel, ist so klar. Moment, haben wir gleich. Ich lasse das natürlich wieder Turas zuerst machen. Der kann das. Im Gegensatz zu mir. So, ich sammle inzwischen hier in Seelenruhe die Sachen ein. Schaue mich gleich ein bisschen um, zwecks einem Transporter. Na, du Viech. Ah, jetzt wird er böse. Ah, Turas. Er geht ihn schon an. Jawohl. Fein machst du das, mein Freund. Und wir von hinten. Jawohl. Ja, auf die Gosch. Und quick. Oder auch nicht. Boah, ausweichen. Erstmal wieder ein Stückchen Fleisch. Zack. 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 Okay, warten. So. Und quick. Okay, wenn es geht. Jetzt. Sehr gut. Super. Wo könnte sich ein Teleporter verstecken? Wo? Meistens war es immer ein bisschen auswärts. Mhm, was haben wir da? Energiespeicher, Elixit, noch mehr Elixit. Oh oh. Da ist wieder so ein fieses Viech. Kommt's her? Glaub nicht. Wo könnte sich hier ein Teleporter befinden? Da schaut's mal nicht danach aus. Das wäre echt kamott, wenn wir hier beim Weltenherz wo was hätten. Aber da scheine ich mal fehl am Platz zu sein. Ist da was? Na. Hat nur so ausgeschaut. So, mal ein kleines Sprüngelchen nach oben.
Da schaut auch nichts aus. Da vorne ist wieder ein Hornwolf. Den können wir sicher gut besiegen. Au! Los geht's! Da rennt er mal ein Stück. Zack, 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 zack. Oh, zack. Aha. Jetzt rennt er weg, da können wir super treffen. Nämlich nicht. Oh, sehr gut gemacht. Du, das kann das halt. So. Waren wir hier drinnen schon? Ich glaube nicht, oder? Nein, da waren wir noch nicht. So, dann haben wir wieder alles mit, was man kriegen kann. Ein Zwefelbröckchen. Kleines Heiltränkchen. Da, 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 da. Aber noch ist kein Teleporter in Sicht, ne? Ach, das wäre jetzt echt schade, wenn es hier keinen geben würde. Ich könnte nämlich einen vertragen. Ganz ehrlich gesagt. Das ist auch was. Aber vielleicht wäre ja auch einer drüben gewesen bei diesem Wasserkraftwerk. Sollen wir es probieren? Oh je, Madonna. Das war nicht schlau. Ja, ja, du nicht, glaube ich, ha? Huh? Das Viech macht dich platt. Stalker. Kann man da irgendwie den Befehl geben, zu flüchten? Ja, so kann man das auch machen. So kann man auch flüchten. Dreckverdammter. Ach Gottchen, das wäre jetzt echt doof, wenn es hier nirgendwo einen Teleporter gibt. Ich schau mal zum Wasserwerk rüber. Das ist für mich eigentlich eine recht vernünftige Option. Finde ich. Hoffe ich. Tap, tap, tap. Oder ist das das... Aha, von da sind wir gekommen. Da wird nichts sein. Hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Wahrscheinlich. Da unten ist wer gestorben, schau mal. Das dürfte auch ein Kleriker sein. Der Anführer. Notizbuch des Anführers erhalten. Aha. Gut, dass wir da nochmal herumschimmeln. Dann gucken wir mal. Ja, die Fliegen sind auch schon wieder da. Notizbuch eines Klerikers. Müsste das nicht da dabei sein? Da. Eines Anführers. Reisenotiz des Anführers eines Speertrupps aus Abessa. Unsere Mission. Einige der Stadtverwalter scheint es nicht zu passen, wie nah uns die Berserker bereits mit ihren Pflanzen kommen. Hab heute einen inoffiziellen Auftrag erhalten und soll mir ein paar Kameraden zusammensuchen. Haben die Mission begonnen, sind mitten in der Nacht aufgebrochen, niemand hat uns bemerkt. Die Berserker haben eine Palisade um ihr Weltenherz errichtet. Jetzt kommen wir nicht mehr leicht an sie heran. Eine Manipulation wird jetzt nicht unbemerkt bleiben. Ich schicke besser eine Nachricht zurück in die Stadt. Diese Mission hat keinen Sinn mehr. Weiß nicht, wie lange ich schon hier unten gelegen habe. Kann nicht mehr aufstehen. Die Schmerzen sind bald unerträglich. Was ist mit meiner Truppe passiert? Diese Idioten haben es nicht mal geschafft, mich hier unten zu finden. Ich verrecke hier. Nicht, wenn nicht bald jemand kommt. Habe gefunden, habe gerufen, bis meine Kehle wund war. Niemand wird kommen. Ich bin verloren. Meine Hand ist so schwach, kann kaum schreiben.
Ja, das war's für dich. Genau, das hier, das. Boah, da gäbe es so viel zum immer anschauen und so weiter, ne? Also, ja. Lass mal das mal. So, wie komme ich da jetzt wieder weg? Oh, ruck. Ah, müssen wir ein bisschen warten. Ein Bolzen, den nehmen wir mit. So. Eine kleine. Na, eine normale Heilpflanze sogar. Eine normale. So. Da müssen wir nur schauen, dass wir da übers Wasser drüber können. Platsch. So. Na? Raus mit dir hier. Geht ja. Oder auch nicht. Ja, warten kurz. Ach komm. Hier geht's auch nicht. Aber jetzt. Ja, jetzt geht er. So. Mist, hier ist derweil kein Teleporter. Das ist ein bisschen ärgerlich. Irgendwie ein bisschen. So. Was ist das? Lagebericht. Aha. So, das packen wir nochmal ein. Was ist denn da im Lagebericht drinnen? Ich schätze mal ein Bericht über die Lage. So, Lagebericht, Schriftstück. Geheimer Lagebericht eines Speertrupp aus Abessa. Streng vertraulich. Das Weltenherz ist viel zu gut befestigt. Wir werden es an der Grenze dulden müssen. Dafür stimmen die Gerüchte. Der Konverter unten im Tal ist komplett abgeschaltet. In wenigen Tagen werden wir zurückkehren. Die Mission hat keinen Sinn mehr. Jawohl. Sinnlos. Ich hoffe nur, dass wir bald einen Teleporter hier in der Gegend finden. Horuk. Ist das da vorne das mit der Kuppel gemeint? Das ist das Gebäude. Windräder. Da müssen wir auch noch hinschauen. Alter Schwede. Alles ist so groß, so unglaublich groß. Aha, da ist wieder dieses Ich bring dich um, Viech. Besser gesagt, es bringt uns um. So. Dann laufen wir mal ein Stück, wenn möglich. Ruck. Oh, ruck. Aber so ein Teleporter wäre jetzt echt cool. Wenn es einen geben würde. Aber hier herum, glaube ich, ist nichts. Tap, tap, tap. Davon gehe ich auch nicht hin. Da ist wieder so ein Ekelviech. So ein gefährliches, das sehe ich schon von der Weite. Halt, was war das? Ein Federvieh. Ich will die nicht kaputt hauen. Die sind irgendwie so niedlich. Ob das eine gute Idee ist, hier hinzugehen? Jein. Das sind aber einige Viecher. Mal kurz speichern. Ja, hier drauf. Der Part ist gleich zu Ende. Schlimm ist das, echt. Man rennt da dreimal im Kreis herum und der Part ist zu Ende. Oh oh. Ich. Aha. Natürlich. Ich wollte gerade losfliegen. Oh, Maria und Josef. Da ist schon wieder alles voll mit irgendwelchen Viechern. Diesen Spielstand werde ich jetzt gerade bereuen. Vor allem, weil er nicht rennt, nicht läuft und gar nichts tut. Jetzt reicht's mir. Obwohl, er fordert sich zu mir. Das ist auch gut zu wissen.
Da hält man den Hof. Alter, was da hier für Viecher sind. Aha, jetzt gehen alle mit. Okay. Ist aber nicht gut, wenn die Sätze da jetzt drauf gehen. Alter. Nehmen wir den. Da sind wir ein Stückchen weiter weg. Glaube ich. Ja, der ist besser. Da muss ich aufpassen, da darf ich nicht hin. In das Haus darf ich nicht. Ja. Trotzdem hätte ich gerne einen Teleporter gehabt. Aha, da haben wir einen Beißer. Den können wir erledigen. Da. Der hat gesessen. Du das, du darfst. Ich esse mal was. Oh. Das ist Federvieh, ne? Au. So, ist gut. Danke, Duras. So. Kleiner Check. Kein Teleporter. Gut. Da vorne laufen Hühnchen herum. Dann würde ich sagen, wir nähern uns nur ganz vorsichtig dem Haus. Dass man im Optimalfall gut zu den Bauern dahin kommen. Das sind halt auch alles Raptoren. Und der Part ist auch zu Ende. Alter, was schlatzt uns jetzt schon wieder an? Achso, nur ein Ritter. Boah, wo ich aufpassen muss, ich bin schon wieder ziemlich erledigt. Duras, du darfst. Ich auch. Passt, erledigt. Sehr, sehr gut. Puh. Also mir wäre es echt schon lieb, wenn da irgendwo ein Teleporter wäre. Das wäre mir wirklich lieb. Aber ich sehe keinen. Auf jeden Fall, wir sind doch noch im Gehöft gelandet. Muss mal durchschnaufen. Hier scheint auch der Mörder zu sein. Und wir werden jetzt mal den Part beenden. Der ist jetzt eh schon lang genug. Und meine Fails sind für heute eh wieder unerträglich. Also gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!